Es geht nur. Also was ist? Kaufen wir ein Klavier? Kaufen wir kein Klavier? Natürlich kaufen wir ein Klavier. Na also. Herr Ball, ich würde vorschlagen, wir machen es so wie immer. Ich probiere es mit Ihnen, nicht wahr? Damit es dann im Ernstfall auch klappt. Nehmen wir an, Sie hätten so einen alten Klavierladen. Ich komme des Weges und kaufe bei Ihnen ein... Das Spiel kenne ich. Aber ich bin einverstanden, gut akzeptiert. Ja. Aber ich habe keinen alten Klavierladen. Ich habe einen Musiksalon. Das ist klar. Ich bin ein Experte. Und zu mir kommen nur Kapazitäten, die ein neues Instrument erwerben wollen. Haben Sie das bitte schön verstanden? Ja, ist alles klar. Zu Ihnen kommen die Katzen. Die Katzen. Na, was ist? Kommen Sie nun, ja? Ich komme. In meinen Laden, ja? In Ihr Laden. Gut, ist wunderbar. Herr Prell, nur eine Frage vorher. Ja, wo ist Ihre Pforte? Was? Wer bitte? Na, die Salonpforte. Oder... Oder die Ladentür. Das ist völlig egal. Das ist mir nicht egal. Ich komme ja nicht durch die Wand. Ja, also bitte, wenn es Ihnen recht ist, Herr Hecht, ja? Alles recht. Hier ist der Laden, ja, der Musiksalon, bitte, hier. Ja. Und da kommen Sie dann so herein. So, ja. Da ja, ist recht, Herr. Ja? Ich komme. Bitte schön. Oh. Ja. Schon so. Komme ich. Na? Was machen Sie denn? Was sollen denn die Verrenkungen? Nun kommen Sie doch endlich. Herr Herrich! Was ist denn? Was machen Sie da? Ist Ihnen schlecht? Ich betrachte Ihre Schaufenster. Menschenskind. Ich bin mir noch nicht recht schlüssig, nehme ich dieses oder jenes. Also kommen Sie jetzt endlich herein. Ich komme, jawohl, ich komme. Bitte sehr. Kling, klang, klung. Bitte, was war das eben? Es war die Salonpfortenglocke, oder? Oder schlicht die Ladenbimmel, nicht wie Sie wollen. Also bitte lassen Sie jetzt den Blödsinn und kommen Sie endlich rein, ja? Ist recht. Klick, klack, klung. Was denn jetzt schon wieder? Hab die Tür zugemacht. Guten Tag. Guten Tag. Herr Experten, ich hätte gern... Ja, bitteschön. Ich bin eine Kapazi. Tät! Bitte? Tät! Ich tät gern ein Klavier kaufen, ja. Ich bin nämlich ein Bigamist. Ja. Sie sind kein Bigamist, Sie sind ein Pianist. Ja? Ein Bigamist ist ein Mann, der zwei Frauen hat. Und ein Pianist ist ein Mann, der... Zwei Klaviere hat. Ach, falsch, Mensch, Kind! Ist gut. Das ist mir recht, Herr Ex. Ich nehme dann zwei Klaviere. Dürfte ich vielleicht erst einmal ein Instrument vorführen, ja? Ja, was hätten Sie denn so auf Lager? Auf Lager. Ich habe am Lager habe ich zwei wunderbare weiße Flügel. Ja, nein, Herr Prall, ich will ja kein Engelchen werden. Ich wollte... Wir haben uns da missverstanden. Ich bin sicher im falschen Laden. Ich wollte ein Klavier kaufen. Ja, bitte, weiter jetzt, ja? Weiter. Schauen Sie sich um. Oh, Herr Exbrei, hier ist was Schönes. Ja. Das ist, würde genau meinen künstlerischen Ansprüchen genügen, aha, hier, dieses. Ja, bitteschön. Darf ich das mal betrachten? Bitte sehr, betrachten Sie es. Schön gebaut. Das ist hübsch, ja. Bitte sehr. So eckig, so schön. Oh, wird ja immer schöner. 1, 2, 3, 4. Na, es wird stimmen, nicht? Ja. Mutti, Nina. Gut. Ah, ja, wunderschön. Ja. Naja, ach, schade. Wieso schade? Schade, es ist schon verkauft. Wieso ist es verkauft? Na, hier steht es doch drin, an den Kollegen Blüthner. Blüthner. Blüthner ist die Herstellerfirma, lieber Freund. Ach, ja, das ist eine Weltfirma. Sie können das Klavier haben. Bitte betrachten Sie es, überprüfen Sie es. Jawohl, überprüfen. Überprüfen. Ja, ist stabil gebaut. Ich nehme es, wickeln Sie es bitte ein. Sie sollen die Resonanz überprüfen. Die Resonanz? Ja. Die was? Resonanz überprüfen. Ja, sehe ich auf den ersten Blick. Herrlicher Hochglanz hier. Das ist wunderbar. Herr Hecht, wollen Sie bitte etwas spielen? Spielen? Ja, bitteschön. Ich? Ja, natürlich. Ja, spielen. Na ja, ein paar Töne anschlagen. Ein paar Kesseltöne anschlagen. Sie sollen keine Kessentöne anschlagen. Eine Tonleiter probieren. Ah, oben auf der Leiter probieren, wie es von oben aussieht. Das kann ich machen. Also wenn Sie jetzt nicht spielen, gibt es überhaupt kein Instrument. Also bitte fangen Sie an. Ist recht, jawohl. Bitte sehr. Oh, schön. Ich dachte, es ist breiter. Herr Prall, entschuldigen Sie, eine Frage jetzt.
Sagen Sie bitte, Herr Preil, ja, bitte? Könnte ich nicht vorher mal Einblick nehmen in die Gebrauchsanweisung? Oh, bitte! Zum Klavier gibt es doch keine Gebrauchsanweisung. Das ist aber schlecht. Wieso ist das schlecht? Das ist ganz schlecht. Wie soll man sich auskennen hier bei den vielen Hebeln? Das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Und die gibt es in Schwarz und in Weiß, wie Sie sehen. Ja, ja, ich weiß. Die Weißen sind für die heitere Musik und die Schwarzen für die Trauermärsche. Die Schwarzen sind die halben Töne. Ah ja. Halbe Töne? Halbe Töne. Halbe Töne? Halbe Töne. Dann kostet das Ding 2000 Mark. Das ist nicht halbe Töne. Aber die halben Töne brauchen Sie doch zum Musizieren. Ich brauche keine halben. Die brauchen Sie zum Musizieren, natürlich. Zistis Fiskis. Ja. Was ist? Zistis Fiskis sind halbe Töne, lieber Freund. Das brauchen Sie zum Musizieren, zum Beispiel, wenn Sie Bach spielen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Also das halte ich nicht aus. Nein, Bach ist auch schwer zu verstehen. Stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Warum? Ich will Ihnen eine Tonleiter zeigen. Ja, ist mir lieb. Bitte passen Sie auf. C, D, E, F, G, A, H, C. C, ja, hier. So, das ist der Tonleiter. Ja, ich kenne es ein bisschen anders. So, na, das hör auf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F. Hören Sie auf, Schluss jetzt. Sie können auf dem Klavier kein ABC spielen. Oh, es geht aber auf, das ist schön. Also mir liegen die, hier nochmal, Herr Preil, warte mal, hier. A ist kaputt, fangen wir bei B an. B, B, B bis Z hier. Und das Ganze am Abend, B, Z am Abend. Oh, B, also Z. Bitte, ist denn sowas möglich? Nein, wir kommen ja wieder. Ach, das wir, ist ja lächerlich. Es ist ja unglaublich. Herr Preil? Ja, bitte. Soll ich Ihnen noch ein bisschen was tun? Nein, Sie tasten nicht mehr. Aber dann eine andere Frage, Herr Preil. Sagen Sie bitte, aus was für Material sind denn diese Tasten? Achso, das möchten Sie wissen, aus welchem Material? Material? Aus Elfenbein. Ach, aus den Beinen von kleinen Elfen, das ist ja... Aus Zähnen. Ach, aus Zähnen von Elfen. Hau, das müssen aber alte Elfen sein, wenn die so groß... Von Elefanten. Herr Ball, jetzt reden wir aneinander vorbei. Sprechen wir bitte von Elfen oder von Elefanten? Was ist jetzt? Kennen Sie einen Elefanten? Oh, ja, ich kenne mehrere Elefanten. So? Ja, im Busch sind fünf. Bitte? Im Busch sind fünf. Nein, im Busch sind unzählige, im Indischen sowie im Afrikanischen. Ja, und im Zirkusbusch sind fünf. Ach bitte, ja, im Zirkusbusch. Na bitte, wie Sie wollen. Bitte, was hat der Elefant rechts und links am Kopf? Zwei Ohren. Nein. Das habe ich mir denken können, er hat natürlich keine Ohren. Aber ich weiß es diesmal ganz genau, Herr Preil. Ein Elefant hat Ohren, der hat so groß... Oh, Entschuldigen Sie, jetzt standen Sie meinem Elefanten im Wege. Also der Ohren. Große. Ich rede jetzt vom Elfenbein, ja? Also wie man sich verhören kann. Na, man hat ja auch nicht so große Ohren, ne? Ich dachte, wir reden von Elefanten, aber gut, zurück zu den Elfen. Was schaut dem Elefanten rechts und links aus dem Maul? Zwei Elfen. Nein! Elfenbein! Ach, nur noch die Beine von den Elfen. Hat er die gefressen? Ein böses Tier ist das. Nein, die Stoßzähne. Elfen haben Stoßzähne? Nein, Menschenskind! Die Elefanten haben Stoßzähne, ja, und die sind aus Elfenbein oder aus Zahnbein, wie man sagt. Ich dachte, was heißt Zahnstein? Na, ist die machen mich wahnsinnig jetzt. Elfenbein war sehr wertvoll, ist auch heute noch sehr wertvoll. Und früher wurde es sogar geschmuggelt, schwarz gehandelt. Ah ja, und daraus wurden dann die schwarzen Tasten. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen, ist doch lächerlich. Albern sowas. Gut. Was gibt es am Klavier noch zu beachten? Ja, da gibt es sicher... Oh, ja, hier, ich sehe schon. Was denn? Herr Preil, hier unten, da sind noch zwei güldene Tasten. Das sind keine güldenen Tasten, das sind zwei Pedale. Und wozu sind die Pedale? Wozu sind die Pedale? Was weiß denn ich, wenn die Zwerge spielen hier? Wenn die Zwerge, Mensch! Wozu sind die? Was weiß denn ich, Herr Preil? Vielleicht ist links das Gas und rechts die Bremse oder irgendwas. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich rede nicht vom Auto, ich rede vom Klavier. Ach, na, es reicht. Mir ist schon alles ganz egal. Sie kommen ja sowieso von Poneski auf die Preiselbeeren. Mir ist bitte? Alles voll. Also bitteschön, werfen Sie einen Blick hinein. Oh ja, gern. Darf bitte, was stellen Sie fest? Es hat keinen Vergaser. Ist denn sowas möglich? Ein Klavier hat kein Vergaser, ich rede doch nicht vom Auto, Menschenskind. Ja. Schauen Sie hinein, ein Klavier hat Saiten, ja, und die sind gespannt, kreuzweise. Ja. Also, das habe ich mir gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Dass Sie jetzt noch ausfallen werden. Wieso? Kreuzweise. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht.
Kling, klang, klong.